Und willkommen zurück zu Little Nightmares hier bei Let's Play for Charity. Und wir schauen uns jetzt mal an, wo unser Weg uns nach unten führt. Denn so wirklich nach oben sind wir noch nicht gekommen. Ah! Ist der ja schon wieder. Mach schnell die Tür auf, mach schnell die Tür auf. Oh, was ist denn hier? Geht nicht, schade. Pass auf! Ach, wenn ich den Typen sehe. Ich muss so einen Schuh nehmen und den wieder dort gegenschmeißen. Ja, was macht denn er jetzt hier? Hä? Der Schuh zu schwer. Das heißt, einen anderen Raum, was wir vielleicht mitnehmen müssen. Nee. Ah, komm. Irgendeinen Schuh muss man doch hier gegenschmeißen können, oder? Ah, jetzt aber wieder schnell. Oh je, was ist das? Bücherregal? Ah, okay, da können wir hochklettern. Aha, ein Klavier. Schon ziemlich geil gemacht alles, ey. Yep. So edel gemacht. Okay, wir brauchen jetzt den Hebel. Da haben wir oben eine Kerze und hier ist eine. Die Frage, kommt da hier ran oder nicht? Ah, hier ist der Hebel. Ah, okay. Weglocken hier.
Oh. Du kannst nicht wissen, dass ich hier drunter bin. Nein, nein, nein. Kann man den denn dort oben noch ablenken? Also ich brauche irgendwo von ganz weit hinten den passenden Drehhebel hier dazu. Wenn du erstmal hier oben die Kerze versuchen anzumachen. Ach du Gott. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Na, komm. Und hier irgendwas. Ja? Und hau ruck. Na. Okay. Also ich denke mal, man muss jetzt hier diese Spieluhr nehmen. Und die noch weit genug wegschmeißen, aber irgendwie passiert da nicht so viel. Sieht man wieder überhaupt nichts. Das sind nicht hoch. Sind das jetzt hier blöd ohne Licht? Oben ist auch eine Spieluhr. Da kommen wir, glaube ich, nicht hin, oder? Nee. Können ja hier mal ganz nach oben klettern. So. Jetzt geht's nicht weiter. Ah, doch. Naja, doch nicht, hä? Um jetzt mal diese Spieluhr mit hochzunehmen auf den Tisch und dann von dort aus runterzuschmeißen. Ich glaube, die muss eine bisschen Höhe erreichen, bis die anfängt. Na. Ah, geht das hier vielleicht? Ja.
jetzt kommt er. Bis der da ist, dürfen wir das geschafft haben hier. Dann. Rede schneller, Klavier. Ja. Was willst du zu machen hier? Schade, kann man nicht anschieben und mit drauf auffahren. Schade. Achso, das war's schon. Brauchen wir nochmal. Ah, komm her. Komm. Hier lang. Alle ab. Ah! Was ist denn das für eine gemeine Stelle? Ach nö. Nochmal oder was? Ah. Komm schon. Hinten rein, ja, und jetzt. Lalalalalala. Ganz böse mit der Tür. Brauche ich da überhaupt? Doch, brauche ich, ja. Ja, oben bleiben. Hallo. So. Na, lass los. Oh, irgendwas passiert jetzt hier. Fies. Das ist wirklich fies gewesen. Dürfte bestimmt bald wieder Hunger kriegen, hä? Maestro? Six, hast du Hunger? Hallo? Ah! Nimm deine Griffe weg. Nein! Es war so klar. Durchklettern kann ich nicht. Aber er kann mich rausziehen. Krass. Aber man erkennt schon so Stellen, wo man sagt, okay, jetzt muss was passieren. Junge, das ist ein Heizungsrohr. Ihr blöden Ratten, ihr verratet mich. Was ist denn das jetzt hier? Ah. Komm, klemmt die Arme ein.
Muss ich jetzt so lange hier überleben, bis das Gitter nachgegeben hat, oder was? Bitte, bitte. Reiße die Arme ab. Was müsst ihr denn da hier machen? Ich kann jetzt höchstens mal probieren, irgendwas an der Kiste hier dran zu machen. Okay. Das wird da kaum hier irgendwie weitergehen. Wenn ich jetzt hier rüberspringe, kann sich da nirgendwo festhalten. Und hier vielleicht irgendwo? Nee. Kannst aber nicht wegziehen. Irgendwas muss ich doch mit der Kiste bestimmt machen können. Doch von vorne los. Das gibt's doch gar nicht. Was müsst ihr denn hier machen? Das wird jetzt schon eine etwas schwerere Nummer. Kann ich das Ding hier ziehen? Geht das? Irgendwas müssen wir doch mit dem Käfig machen. Er drückt nach unten, aber auch nicht komplett. Aha. Hab ich dich gleich, mein Freund. Eklig, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. War sehr nice.
Ah, endlich haben wir den langärmigen Banditen weg. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal. Schaut wieder rein, euer Rico. Tschüss.